Akku alle. Aber das nächste Mal wieder. Hallo Freunde, chinesischer Kameras, Digitalkameras. Und zwar von Wish. Habe ich extra für euch gekauft. Es ist die 2020 Newly Upgraded Professional Video Camera HD 1080p. Das Angebot ist inzwischen weg. Aber die gibt es mit Sicherheit immer noch bei Wish halt von anderen Händlern. Ich habe mich ja wieder mal in Unkosten gestürzt. 25 Euro habe ich bezahlt. Und 11 Euro Versand. Womit haben die das verschickt? Naja gut, es kommt immer noch aus China. Wie die meisten Produkte von Wish. Wish.com. Ich verlinke euch das Angebot nicht in der Videobeschreibung. Und warum? Gott, habe ich einen Müll bestellt. Aber es sah so gut aus. Es ist wirklich sehr schöner Müll. Ihr werdet ja auch sehen. Also zumindest so, die Bilder hatten mich überzeugt. Das Ding heißt, ich habe euch jetzt ja bloß vorgelesen, was halt so in der Beschreibung steht. Aber es steht ja noch was auf dem Karton. Und zwar das, was ihr hier seht. SLR-Kamera, HD-Videocam. HD, hier steht auch 1082x720 Recording. Aber in der Überschrift direkt vom Artikel steht ja, ihr habt es ja gerade gehört, mein Handy klingelt. In der Beschreibung steht ja Full-HD-Camcorder. Fein, nee, ich lese gerade mal so richtig. Camcorder HD 1080p. Das ist wieder mal ein totaler Quatsch. Hauptsache, es steht über 1080p. Ich meine, HD ist ja 1280x720. Das stimmt ja, aber 1080p stimmt nicht. Was haben wir hier noch Feines? An Highlights. 2,4 Zoll TFT LCD. Also mit Bildschirm. Unglaublich. Full... Was? Könnt ihr das lesen? Ist es zu groß? Ist es zu klein, meine ich? Aber so ein Quatsch schon wieder. Full HD, 720p. Nein, Full HD ist 1920x1080. Das ist alles festgelegt. Und da steht direkt Full HD, 720p. Wollen die mich auf den Arm nehmen? 1280x720, 30 FPS. HD, Foto, TV. Überhaupt die ganzen Icons. Es ist so unglaublich. 16 Megapixel Max CMOS Sensor. High Definition. Wow. Modell. Okay. Infrarot. Muss gar nicht lesen. Ah, Infrarot Lens. Ach, hier haben wir sogar eine Artikelbezeichnung. Ja, ZJG800. Mhm. Made in China. Das ist aber keine große Überraschung. Oh, hier haben wir tatsächlich einen Aufkleber. Steht 15.04.2020, 10.08 Uhr. Das ist kein Versandaufkleber hier. Aber egal. 16 Megapixel Sensor. Max. Steht nicht, dass es interpoliert ist, aber bestimmt. 2,4 Zoll TFT, USB 2 vermutlich, Videos kann man alles nicht lesen, Foto kann man nicht lesen, Foto Resolution, ja, 16 Megapixel eben, 4032x4032, also 1:1 Format, White Balance, Batterie kann man auch nicht lesen, Internal Memory, Storage Media, Built-in 64 Megabyte. Ich habe das vorhin nur mal ganz kurz überflogen und dachte schon, läuft das Ding nicht eigentlich über eine SD-Karte? Ist hier tatsächlich noch 64 GB interner Speicher? Aber ja, so schnell kann man das überlesen. 64 Megabyte Flash Memory. Ja, was soll ich denn darauf speichern? So, hier haben wir noch ein paar Highlights. Das hat man schon Infrarot-Lens, was immer damit gemeint ist. Und hier EIS Electronic Image Stabilizer. Ein elektronischer Bildstabilisierer. Und hier auch wieder, Full HD 720p. Na, was nun? Oder bin nur ich der Meinung, dass Full HD eine definierte Auflösung von 1920x1080 hat? C-Karten unterstützt maximal 32 GB SD-Karten. Das ist nicht besonders viel. Hier nochmal, hier steht überall das Gleiche. Es ist System Requirements. Operation OS, Windows XP, Vista und Mac. Ist das Teil hier nicht angeblich von 2020? Warum ist dann hier bitte nicht Windows 10 dabei? Oder Windows 7? Hier haben wir Windows XP und Vista, wenn die mich auf den Arm nehmen. Und vor allem, was ist das? Requisitos del Sistema. Warum haben sie es hier noch? Ist auch egal. Haben wir hier noch ein Bild. Ja, ein Bild. Das habt ihr ja schon gesehen. Ein Bild von der Kamera. Das sieht eigentlich voll schäbig aus. Okay. Also, ich habe jetzt summa summarum 35,30 Euro ausgegeben. Wie schon erwähnt, für euch ist mir hier nichts zu teuer. Hier haben wir eine Camera User Guide, ne? Das hat man eben mal fix kopiert mit einem Bürokopierer. Dann hier ist High Quality Camera. Im Übrigen, als ich das Ding das erste Mal rausgenommen hatte, dachte ich, das wäre ein Leergehäuse. Und hier noch ein USB-Kabel. Ach du, das ist ja USB Mini. Das habe ich noch gar nicht gesehen.
2020, das ist alles erlogen erstunken. Das Teil hier ist ja vermutlich unglaublich alt. Ich meine, es ist jetzt nicht so viel Geld. Im Übrigen, warum habe ich das gekauft? Ich habe mich irgendwo durch Werbung triggern lassen. Also zugeschnittene Werbung halt, aufgrund meines Surfverhaltens. Und da kriege ich natürlich immer viel Technik vorgeschlagen. Und da war diese Kamera dabei und ich dachte, wow, die sieht so gut aus. Hier 16 Megapixel und hier ein klassischer Kameragriff, der hier noch so ein bisschen schraffiert ist. Das ist natürlich das gleiche Plastik wie das restliche Gehäuse, aber halt ein bisschen schraffiert. Schön. Es ist so eine Abdeckung dabei für die Linse. Linse. Werdet ihr ja gleich sehen, was ihr unter Linse versteht. Ach, boah. Ein Flash ist auch dabei. Den habe ich neu ausprobiert. Und sogar hier eine Schlaufe auch direkt für die Kameraabdeckung, für den Objektivdeckel. Echt nice. Dass der halt nicht verloren geht. Hier haben wir sogar noch so eine Öse, da kann man noch eine Trageschlaufe dran machen, aber die war nicht dabei. Wir haben nur das Kabel. Auf der linken Seite gibt es eine extra gummierte Abdeckung, teilweise ganz gut gemacht. Und hier war eine Speicherkarte auch dabei. Und zwar eine Kingston. 32 GB. Aber dieses Label sieht irgendwie aus wie selbst ausgedruckt. Ich glaube, das ist keine echte Kingston. Ich glaube, das ist eine neue Namekarte, die sie einfach mal Kingston gelabelt haben. Das hatten wir ja schon mal gehabt bei einem China-Schrott-Video. Da hatte ich eine Xiaomi SD-Karte gekauft, obwohl Xiaomi gar keine SD-Karten herstellt. Das war alles gefaked und total billig gemacht. Hier der Mini-USB-Mini-Anschluss. Hier ist ein Klinkenanschluss. Ich würde mal vermuten, dass es ein AV-Ausgang ist. Das ist nämlich nicht beschriftet. Hier ist nur USB geschriftet. Okay, wir haben tatsächlich hier eine Stativaufnahme, was auch echt überrascht. Und hier ist ein Batteriefach. Ihr seht auch, dass der ganze Aufbau wirklich so ein bisschen aussieht wie nur von einem normalen DSLR. Und ja, kein Li-Ionen-Polymer-Akku, sondern wirklich klassisch AA-Batterien oder Akkus, je nachdem, was man da hat. Die waren natürlich nicht im Lieferumfang enthalten. Oder doch? Weil die sagen mir gerade, ich sage überhaupt gar nichts. Bin ich mir gerade unsicher, spielt eh keine Rolle. Ganz ehrlich, das spielt absolut keine Rolle. Warum? Dazu komme ich noch. Ach, jetzt verkeilt dieser blöde Deckel auch noch. Na komm schon. Und komm. Und stirbt Deckel. Okay, kann ich euch noch irgendwas sagen? Ja, natürlich. Das Display auf der Rückseite. Ja, unglaubliche Displayränder. Aber ich meine, ja, bei 35,30 Euro. Also ich gehe davon aus, bei 11 Euro haben die auch ein bisschen am Versand verdient, weil es war jetzt nicht gerade DHL Express, sage ich euch so, wie es ist. Aber es ist immerhin angekommen. Aber dennoch, bei dem Preis wollen wir jetzt mal nicht zu hohe Ansprüche stellen. Also hier ein kleines Display, was schief verbaut wurde. Das sehe ich hier gerade. Das geht so ein bisschen bergab links. Aber es zeigt ein Bild an. Mehr erwartet man in dem Preisbereich, glaube ich nicht. So, ja, hier ist halt der, zack, die kleine Taste für den LED-Flash. Weil ist hier noch ein Flash angedeutet? Was soll das denn bitte? Naja, ist auch egal. Auslöser, Zoom-Tasten. Ja, um rein zu zoomen. Hier ist eine LED und hier ist der Power-On-Taster. Okay, hier haben wir noch Mode-Taster, Navigationstasten oben, unten, in der Mitte bestätigen, M und also Menü und hier Fotos betrachten. Ja, also über die Mode-Taste kann man verschiedene Modi durchwählen und M ist Menü. Schön. Also machen wir es mal an und ich weiß ja, ihr seid gespannt drauf. Ah ja, jetzt geht's los. Sie bootet. Also, Modi. Hier haben wir es ganz normal. Fotos machen, Videos machen, Audio aufnehmen. Und das war's. Wir kommen wieder zurück. Menü. Auflösung. 16 Megapixel ist bereits eingestellt. Wir können bis auf einen runter. 320x240. Machen wir natürlich nicht. Wir nehmen 16 Megapixel. 4032x4032. Ja, da kann man sich das Format ja ausrechnen. 1 zu 1. Foto, Single Shot, Timer, 2 Sekunden, 10 Sekunden, Burst. Ja, das probieren wir jetzt gar nicht aus. Quality, fine, extra fine, das kennen wir. Super fine, wir nehmen natürlich super fine. Exposure, warum ist denn das auf minus 2? Machen wir mal auf 0. Date Label, da kann man das Datum einblenden lassen auf jeden Foto. Das sieht aber unglaublich hässlich aus, deshalb habe ich das schon mal deaktiviert. Das war's im Großen und Ganzen. Mehr gibt's hier nicht einzustellen, also. Nee, doch, hier oben, es gibt noch einen zweiten Reiter. Haha, Time Setting, Auto Power Off, Screens, Hiffers, Really, Sounds, nein. Aber wir lassen es mal an, weil sie lustig sind. Englisch, Pyko, wahrscheinlich Russisch, Chinesisch, ach, hier sind ja richtig viele Sprachen. Türkisch haben wir auch, Polnisch, Französisch und Deutsch. Deutsche. Autoscreen Off bleibt einfach mal Autoscreen. Jeder kennt eingedeutscht, ne, Autoscreen Off. Netzfrequenz, formatieren, alles zurücksetzen, Version. Version 1.1, wow, wurde mal gepatcht. Ich gehe mal komplett an Stock hier. Okay, zurück. Wie komme ich eigentlich zurück?
Rückkehr ist Menü. Okay, schön. Das Display hier ist kein IPS, das ist TN hier, übelster Sorte. Das heißt, es ist nicht blickwinkelstabil, was natürlich hier bei der Kameradisplay extrem nervig ist. Schön. Allerdings, wie jetzt schon ungefähr 1 Million Mal erwähnt, das Teil ist ja nun mal ziemlich billig. Da erwartet man nicht viel. Aber es ist eine, in Anführungsstrichen, nur Kamera. Im Gegensatz zum Beispiel ein Smartphone, wo dann auch eine Kamera drin ist. Und man sagt, naja, die Kartoffeligkeit der Kamera ist hier absolut durch den Preis bedingt. Darf man hier nicht vergessen, das Ding kann nichts anderes, außer eben Fotos schießen. Hier auch mal der Crazy Sensor gezeigt. Und ja, sieht natürlich irgendwo imposant aus. Ist aber letztendlich das gleiche, was in das Smartphone verbaut ist. Das hätte man also eigentlich auch wesentlich kleiner gestalten können. Das ganze Gehäuse ist im Großen und Ganzen nur Show und absolut überflüssig. Ich blende euch jetzt Fotos ein. Ich wollte euch das ja eigentlich ersparen, den Teil. Aber da müssten wir jetzt gemeinsam durch. Also in Anbetracht dessen, dass das hier eine Kamera ist und wir nicht von einem Telefon reden, wo einfach meine Kamera zusätzlich verbaut wurde, wo man eben, wie schon erwähnt, die Kartoffeligkeit wer noch nachvollziehen kann, muss man sich doch ernsthaft fragen, für welche Zielgruppe diese Kamera in Anführungsstrichen hier produziert wurde. Ich blende euch bereits die ersten Fotos ein und es ist einfach nur grausam. Wir reden von einem Pixel-Massaker mit überhaupt gar nicht irgendwie definierten Farben. Das ist ja auch nur, das sind nicht Bilder, das sind ansatzweise Bilder. Man kann nur vermuten, dass es sich um Bilder handelt. Es ist grausam. Und beim 16 Megapixel, ja, man kann das einstellen, ja, es steht in der Beschreibung drin, aber das ist hier so dermaßen unscharf. Man kann die Pixel, man kann sie fühlen, man kann sie anfassen, man kann sie spüren. Ja, das kann ja aber nicht wahr sein bei 16 Megapixel. Egal wie klein man sich die Bilder anzeigen lässt, die sind grausam. Selbst auf diesem kleinen Mini-Display sehen die Bilder grausam aus. Wer produziert sowas? Mit welchem Zweck? Für wen? Warum habe ich dafür Geld bezahlt? Nee, ohne Mist, es ist wieder mal alles totaler Logen hier und das ist wahrscheinlich eine 3 Megapixel, 1 Megapixel, VGA-Kamera, der Rest ist hoch interpoliert oder schlichtweg falsch, erlogen. Und 2020 Newly Upgrade Professional Videokamera, die wollen mich ja wohl komplett auf den Arm nehmen, was die hier in der Beschreibung geschrieben haben. Die werben sogar mit einem 16-fachen Zoom. Und ihr seht die Bilder ja bereits, da ist nichts mit 16 mal rein Zoom. Das ist ein reiner digitaler Zoom. Das heißt, das könnt ihr euch das vorstellen, wenn man Pixel-Massaker 16 mal vergrößert. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, die Kamera, die wurde 2012 auf den Markt geworfen und war wahrscheinlich seinerzeit dann schon sehr, sehr günstig gewesen und eher nicht zu gebrauchen, also auch dem Standard schon weit zurück. 2020, das Ding jetzt so einfach mal neu zu labeln, zu behaupten, das wäre jetzt hier eine Neuentwicklung, das ist eine Riesenschweinerei. Das Ding ist absolut, absolut für die Tonne. Wollen wir uns mal noch die Camcorder-Funktion geben? Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt verstehen könnt oder ob ich das überhaupt einpflegen kann. Das Ding ist sowas von überhaupt gar nicht weitwinklig, es ist klamm. Es ist so schlecht. Ich fange gleich an zu weinen. Seht ihr, wie ich weine? Schön. Was heißt schön? Es ist deprimierend. Warum habe ich das Ding gekauft? Naja. Weil ja wieder mal gelogen wurde, nicht wahr? Wie gesagt, das ist keine Neuentwicklung. Ich war natürlich jetzt gespannt darauf, inwiefern man halt in 2020 für wenig Geld eine Kamera in irgendeiner Art und Weise umsetzen kann. Weil hier muss man ja sagen, wir haben ein Display, die Tasten, die Bedienung an sich, die Handhabbarkeit, ja, und das Gewicht. Das ist alles vollkommen okay. Woran es echt hapert, das ist letztendlich der Sensor, der drin verbaut wurde. Das hat man ja heute schon in einer Smartwatch besser. Und die Sensoren, die in dieser Smartwatch verbaut wurden, die sind wirklich viel besser als in dem Ding hier, was ja eigentlich eine Kamera, eine nur Kamera sein soll. Ohne Smartwatch, ohne Telefon, ohne Kaffeemaschine oder ohne irgendwas anderem. Das ist, ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Ding irgendwann mal gut war, zu irgendeiner Zeit. Also vielleicht 1929, denke ich, da wäre es okay gewesen. Aber nicht 2020. Oh, es ist so grausam, es ist so schlecht, es ist einfach nur, es ist deprimierend, dass dafür Ressourcen verballert werden. Weil, wie gesagt, das Gehäuse und so und mit den Displays, das Display ist jetzt nicht auf dem höchsten Niveau, aber es ist einfach funktional, es reicht ja. Bei 35 Euro muss es nur funktional sein. Die Bedienung mit den Tasten, die sagt, das ist alles vernünftig. Aber einfach das Gerät ausmacht, nämlich der Sensor, das Ding, was die Bilder aufnimmt, das ist der allerletzte Schrott, den sie aus irgendwelchen Kaugummi-Automaten geplündert haben. Und das eigentlich nicht in so ein Gehäuse gehört. Das ist einfach, das ist Verschwendung. Und ja klar, das hübsche Gehäuse, hübsch. Das ist alles im Preisbereich 35 Euro, ja. Es ist das Beste, was man damit machen kann, ist das Ding zu öffnen, das ist, glaube ich, ein verschraubtes Gehäuse, und da die Technik rauszuholen, hingegen was
wenigstens halbwegs Vernünftiges zu wechseln. Dass man sagt, okay, die Kinder können ja wirklich damit fotografieren. Ist auch recht robust, ist recht leicht. Wenn man das runterschmeißt, da kann es halt nicht wie beim Smartphone ins Display kaputt gehen. Dieses kleine DFD-Display hier ist, glaube ich, Plastik an den Dingern schon aufgrund des geringen Eigengewichts nicht wie bei kaputt gehen. Das Schwerste an dem ist wirklich die vier Batterien, wenn man die rausnimmt. Dann auch hier kann man das Teil wirklich auf den Boden pfeffern und schon aufgrund des Luftwiderstandes wird es ganz sanft zu Boden segeln. Wie ein Blatt. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Diesen blöden Ding. Ja. Mit Wish habe ich eh noch abzurechnen. Kundenservice. Ich hatte das erste Mal jetzt mit dem Kundenservice zu tun gehabt. Und das ist eine Vollkatastrophe. Ich dachte wirklich, ich bin im Irrenhaus. Die machen mich noch komplett fertig. Okay. Kauft das nicht. Das ist definitiv. Das ist wirklich. Also, ich bin so einer. Ich habe Verständnis. Ich habe Verständnis. Bevor ich mir was abstemple, muss es echt übel sein. Und das ist übel. Das ist richtig übel. Ich glaube wirklich auch. Hier steht nochmal: 16-facher digitaler Zoom. Und auf der Seite steht 16 Megapixel. Ich glaube, es haben die im Nachhinein aufgedruckt. Mistding. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder, wenn euch das hier gefallen hat. Ihr wisst Bescheid. Kauft euch einen Döner und zieht euch eine Netflix-Serie rein. Damit habt ihr nicht gerechnet, war? Die meisten betteln jetzt um Likes und Abos. Ich nicht. Ich hab's nicht nötig. Oh, doch, hab ich. Bitte abonniert meinen Kanal. Ich mach nur Spaß. Aber meinen Zweitkanal, den könnt ihr gerne abonnieren. Weil da stelle ich mich nicht so in Quatsch vor. Da habe ich zuletzt mit Samin gerätselt. Wir haben uns so ein Rätsel angeschaut. Es war so ein kleines mysteriöses Schloss mit Schlüssel. Naja, jetzt kann ich nicht zu viel verraten. Wenn ich das mache, dann guckt ihr euch das Video nicht mehr an. Das werde ich in der Endcard am besten mal verlinken. Dann könnt ihr euch anschauen. Außerdem habe ich im Bereich Lockpicking wieder ein Video gemacht. Lockpicking ist das gewaltfreie Öffnen von Schlössern. Da habe ich mal gezeigt, was Racking ist. Ich habe einen neuen Pick, ein Pro-Pick vorgestellt. Und ja, klingt jetzt nicht so aufregend, ich weiß. Aber eigentlich ist das Thema echt spannend. Schlösser öffnen. Oh, super. Zieht es euch rein, findet ihr auf meinem Zweitkanal. Mosch. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem, ich wollte gerade sagen, dass ich noch ein Gewinnspiel am Laufen habe, aber ich glaube, es läuft heute aus. Nein, ich glaube, es ist gestern ausgelaufen. In dem Fall muss ich noch einen Gewinner auslosen und auf meiner Website moschus.de veröffentlichen im Forum. Schön. Da ich ein Tablet nämlich verlost. Ich habe jetzt was mit Oppo am Laufen. Ja, aber jetzt nicht meiner Freundin. Wenn das alles so läuft, wie es läuft, und das sollte es, bekomme ich nämlich ein Oppo-Smartphone, das ich verlosen kann an euch. Oh, sehr gut. Könnt ihr gespannt drauf sein. Ich bin es auf jeden Fall. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.